Ein großer Teil Europas war in politischem Aufruhr. Es hat angefangen in Italien, dann die großen Umwälzungen in Frankreich und dann kam es nach Deutschland, auch in Ungarn schon und eben hier auch im kleinen Tübingen. Uhland war ein politischer Kopf. Er war mehrfach im Landtag, hat einen Verfassungskonflikt mitgemacht. Und jetzt hat er die große Chance gesehen, einen deutschen Nationalstaat hinzubekommen und auch die Einzelstaaten zu demokratisieren. Also jetzt hier in diesem konkreten Fall Württemberg. Und da wollte er die Chance ergreifen. Und das hat er gemacht, wie es ein Bürger zu machen pflegt, nämlich eine Adresse formuliert. Und dann hat die Versammlung der Adresse zugestimmt. Dann konnte man die publizieren und dann sollte sie weiterwirken. Die Universitäten waren Zentren der ersten revolutionären Mobilisierung überall. Das waren die bürgerlich-liberalen demokratischen Forderungen. Parlamentarisierung, ein Nationalstaat, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, das waren die großen Forderungen. Hier kommt noch hinzu allgemeine Volksbewaffnung. Die württembergischen Demokraten, Uhland war ja ein Demokrat, die hatten eine Milizverfassung nach Schweizer Vorbild vor Augen. Also es sollte keine Fürstenarmee mehr werden. Völkisch im heutigen Sinne oder wie man es seit dem Nationalsozialismus so versteht, ist das überhaupt nicht gemeint. Er will Volksrechte, volkstümliche Grundlage, das ist eine demokratisch-liberale Forderung, also ein starkes Parlament, Mitspracherechte, eine Verfassung. Aber dazu gehörte eben, er hatte einen Nationalstaat vor Augen, der nicht große Teile abgibt. Er wollte dieses ganze Österreich mit hineinbringen, der deutsche Nationalstaat. Damals hat man das Großdeutsch genannt, im Unterschied zu Kleindeutsch. Das war in Deutschland ohne Österreich. Er wollte dezidiert Deutschland mit Österreich. Das ist hier damit gemeint, keine Spanne Boden aufgeben. Schauen Sie sich doch an, was da Stuttgart 21 war, was in anderen Orten ist. Oder wenn jetzt Proteste gegen Dieselverbote, dann Proteste derer, die mehr Umweltschutz wollen. Da ist ja viel Engagement. Das läuft nicht in den Parteilinien. Dann sollte man bedenken, dass es heute natürlich auch Formen gibt, die man damals ja gar nicht hatte und die wir noch nicht lange haben. Junge Leute, die dann twittern und über Facebook und sonst was. Das sind ja auch Formen von Engagement. Leider ist es zurzeit so, dass rechts außen und die Gegner von dem, was im Staat ist und was in Europa ist, am aktivsten sind. Ich meine, diese Rechtsbewegung, die populistische, haben sie ja in so gut wie allen europäischen Staaten. Und ist ja auch nicht ganz neu. Sie sind jetzt besonders stark. Demokratisierung setzt auch diese Kräfte frei. Und das kann man auch nicht ausgrenzen. Man kann dagegen kämpfen und muss dagegen kämpfen. Aber man darf nicht sagen, das wollen wir nicht, sondern das gehört mit zum Engagement, hat immer gehört. Und auch in demokratischen Gesellschaften ist das so. Wir dürfen nicht den Fehler machen, zu sagen, wir wollen politisches Engagement, aber nur das, das wir gerne hätten. Wir haben immer auch die andere Seite. Das war in der Vergangenheit auch immer so. Und 48 erst recht.